Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plänkuster. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Getreu dem Motto, wozu habe ich heute Bock, habe ich einfach mal die Unterführung der Zugstrecke bzw. der Piratenzugstrecke ein wenig modifiziert, denn die war sehr kantig. Siehst jetzt gleich, außerdem habe ich noch sehr, sehr viele Objekte entfernt, weil das muss man einfach machen für einen Neuaufbau. Ich habe ja gesagt, dass der komplette Themenbereich komplett, wirklich komplett umthematisiert wird. Und damit habe ich heute angefangen, zum Beispiel habe ich die Palmen weggemacht und so weiter, denn ich habe ein neues Konzept. Ich habe für Planet Coaster ein komplett weltneues Konzept, naja eigentlich nicht, aber ich mache einfach das, worauf ich Bock habe. Ne? Heute hatte ich zum Beispiel Bock, einfach mal was anderes zu machen, nicht zum Beispiel an der Black Pearl weiterzuarbeiten oder am WOD-Ride, sondern einfach wirklich da und du siehst ein zufriedenes Gesicht oben rechts, das fällt mir jetzt gerade nur so auf, voll zufrieden, guck mal. Naja, okay, der ist gerade konzentriert, aber kannst mir sicher sein, ich bin wirklich jetzt sehr, sehr zufrieden aktuell, dass ich einfach mal das mache, worauf ich Bock habe. Und da hatte ich einfach Bock drauf. Ne? Das hatte ich schon länger gesagt, länger sogar angedeutet, länger vorgewarnt. Und heute habe ich es durchgezogen. Ich habe Sachen gelöscht. Jawohl. Eiskalt. Eiskalt war ich da drin. Außer die Attraktion, die werde ich dann irgendwann mal nochmal umbauen. Oder beziehungsweise umstellen. Oh, ja gut, ich habe heute sogar eine Attraktion aus Versehen gelöscht. Und die dann wieder rückgängig zum Glück gemacht. Weil bei Parkitech geht das ja nicht. Zum Glück geht das bei Planet Coaster. Und dann habe ich heute auch noch den Fluss ein bisschen abgerundet. Das sieht jetzt auch noch mal ein bisschen besser aus. Und kannst mir gerne Kommentare schreiben, was du jetzt von der neuen Modifikation der Unterführung hältst. Und ich bin mal gespannt und bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.
Thank you.